Hi Leute, hier ist der Lego-Fan und heute habe ich mal eine 3x3 Seamless Glas Tür für euch. Ja, dritter Versuch jetzt mit dem Aufnehmen. Wie auch immer, ist eben eine 3x3 Glas Tür. Ich zeige euch hier am besten mal direkt, braucht 2 Sekunden nur zum Schließen. Wenn es denn nicht laggen würde. Ist gerade ziemlich doof und ich weiß nicht wieso es laggt. Also das Texture-Pack daran ist nicht, ein bisschen ausprobiert. Ich habe hier auch eine Grafikeinstellung eigentlich nicht zu aufwendig. Und zum Öffnen braucht das Ganze eben 4,5 Sekunden. Und die Tür wurde übrigens nicht von mir gebaut. Alle Credits zu Topbuilder, der ja eigentlich auch als Redstone-Fan bekannt ist. Also einige von euch kennen ihn vielleicht als Redstone-Fan, aber so soll ich ihn ja nicht benennen, weil er seine YouTube-Account-Daten und sowas alles für seinen alten Account vergessen hat. Also so ein Passwort-Fan ist er eher nicht. Okay, dann zeige ich euch mal das ganze Redstone dahinter. Ja, und das sieht eben so aus. Und zwar ist das so riesig, also das ist 16 Blöcke hoch, 14 Blöcke breit und 21 Blöcke lang. Und der Grund, warum das so groß ist, ist, damit es schnell ist. Weil er hat hier mit nur 1-Tick-Pulsen gearbeitet und die sind eben schön schnell. Aber dadurch wird es eben auch größer, weil man die ganzen 1-Tick-Repeater unterbringen muss. Ach und übrigens, ich habe ein neues Texture-Pack, wollte es mal ausprobieren. Sagt doch einfach mal, wie ihr es findet. Ich finde, das sieht ganz schnieker aus. Und hier eben der obere Teil eben so mit Double Extender und keine Ahnung, was auch immer der hier veranstaltet hat. Und hier an der Seite auch irgendwie im Prinzip das gleiche. Nur eben umgekehrt. Ja, kleine Unterbrechung, vielleicht hat man es gemerkt. Naja, wie auch immer, und hier ist eben der untere Teil, mit einem Triple Piston Extender, glaube ich. Oder Quadruple, was auch immer. Und 5000 Block Storage teilen. Und ich kann euch auch mal kurz was zeigen, und zwar sieht das ziemlich cool aus, wenn man hier den Boden entfernt, und dann mal den Hebel umlegt. Ah, es leckt, ich hasse es. Der doofe Laptop, ich schmeiß den gleich durch ein Fenster. Naja, also es ist eben, wie man sieht, sehr schnell alles getimt. Und wenn ihr übrigens noch irgendwelche Fragen zu dem Tor habt, was auch immer, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es aber nicht direkt beantworten, sondern das die Fragen werde ich eben weiterleiten und dann, ja, beantworten lassen quasi. So, das war's auch schon mit dem Video, ein kleines Showcase-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und das Video zu bewerten und so weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Mann, ich hab schnell geredet.